Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir mal wieder auf eine Echt-Passiert-Folge reagieren. Und zwar wird es heute um ein Mädchen gehen, die ein Tomboy ist. Was das genau ist, werden wir sicher noch im Video erfahren. Also ich weiß das, aber vielleicht weiß das jemand von euch da draußen nicht. Am Ende des Videos werde ich auch noch was zum Video sagen, wie ich das eigentlich immer so mache. Und ich würde dann mal sagen, let's go. Starten wir mit dem Video. Hallo, ich heiße Jo. Mein Name ist eigentlich Josefina, aber ihr könnt euch niemand Unpassenderes für diesen Namen vorstellen. Ich bin ein Tomboy und stolz darauf. Doch das Leben als Tomboy ist nicht so amüsant, wie man sich vorstellen mag. Ich habe viele Probleme gehabt und möchte euch davon erzählen. Ich hatte seit frühester Kindheit Probleme bei der Kommunikation mit anderen Mädchen. Ich erinnere mich an eine große Gruppe von Kindern, die sich für eine Party oder ähnliches getroffen hatten. Meine Mutter schob mich sanft auf die Mädchen zu und sagte: "Jetzt geh mit den Puppen spielen, freunde dich an." Ich fing an, hier und dort Puppen zu bewegen und ich hörte den langweiligen Mädchenproblemen zu. Aber gleichzeitig schaute ich den Jungs zu, die etwas Aufregendes spielten, lachten und Sachen machten, die Jungs tun. Ich war so neidisch, dass ich irgendwann einfach still aufgestanden bin und mich ihnen angeschlossen habe. Das war der Moment, als der Spaß für mich begann. Es hat sich mit den Jahren nicht verbessert. Die Welt der Jungen hat mich schon immer mehr angezogen und auch alle meine Freunde waren jung. Ich fühlte mich wohl, wenn ich mit ihnen sprach. Ich verstand jedes ihrer Probleme und ihre Denkweise. Wenn ich mit Mädchen zusammen war, war ich völlig ahnungslos. Ich konnte nur schwer ihren Problemen folgen, besonders wenn sie sich über Jungen beschwerten. Meistens, wenn ich versucht habe, mit den Mädchen zu sprechen und ihnen einen Rat gab oder meine Meinung mitteilte, schauten sie mich an, als ob ich ein Außerirdischer wäre. Nun, Mädchen, wenn ihr keine Insider-Infos wollt, dann gehe ich eben wieder zu meinen männlichen Freunden zurück. Mein Aussehen musste sich auch an meinen Lebensstil anpassen. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, haben wir immer etwas Aktives gemacht, wie Skateboarding, das Erkunden verlassener Gebäude oder das Klettern an Bäumen. In diesen Fällen muss man sich praktisch kleiden. Ich bemerkte, dass Jeans und Hoodies dafür viel bequemer waren als Mädchenkleidung, die ich schon immer gehasst hatte. Und so habe ich mich mein ganzes Leben lang gekleidet. Für mich war es immer eine kleine Tragödie, wenn wir einen formellen Besuch abstatteten und ich mich angemessen kleiden musste. Ein süßes Kleid, glänzende Schuhe, eine ordentliche Frisur. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mir Aussagen wie "trage Röcke, sei weiblicher, du bist ein Mädchen" anhören musste, bis meine Eltern irgendwann einfach aufgegeben haben. Übrigens kann ich sagen, dass ich nicht schlecht aussehe und durch mein Auftreten als Tomboy gewinne ich an Selbstbewusstsein. Ich bin eigentlich recht süß und wenn ich ein Mädchen sein muss, sehe ich auch absolut angemessen aus. Tomboy ist mein Lebensstil und ich bin glücklich damit. Das Problem ist, dass ich vor einiger Zeit bemerkt habe, dass meine Kumpels mit dem Dating angefangen haben. Die Mädchen in der Schule hatten ihre ersten Freunde und sprachen ständig darüber. Einige meiner Kumpels nahmen auch an dem Prozess teil und verbrachten einige ihrer Abende nicht mit uns, sondern mit ihren Freundinnen. Und ich habe verstanden, dass ich auch lieben und geliebt werden möchte. Übrigens, eine Verwirrung, die ich oft höre, ist, dass die Leute denken, dass ich lesbisch bin, nur weil ich ein Tomboy bin. Aber tatsächlich ziehen mich Jungs an, nicht Mädchen. Ironischerweise sprechen die Mädchen oft über mich und behaupten, dass ich nur nach Aufmerksamkeit von all den Jungs suche. Ich habe das nie ernst genommen, denn ich bekam niemals diese Art von Aufmerksamkeit von den Jungs, was eigentlich der Kern meines Problems ist. Ich suchte also meine erste Romanze. Ich bin von vielen Jungs umgeben. Was ist das Problem, fragt ihr euch. Sie sehen mich nicht als Mädchen. Ich meine, sie wissen, dass ich ein Mädchen bin. Wollen aber nicht mit mir ausgehen, denn wer würde mit einem Kumpel ausgehen? Es gab einen Jungen, den ich sehr mochte. Wir zockten zusammen und ich dachte, es wäre klug, auf ihn zuzugehen und zu fragen, ob er mit mir ausgehen wollte. Ja, ich weiß, dass Jungen auf Mädchen zugehen müssen, aber ich bin gegen Geschlechterstereotype. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Er hat mich nur ausgelacht. Ich meine, er war nicht gemein oder so, es war eher sowas wie: "Tut mir leid, Kumpel, ich sehe dich nicht als Mädchen." Als er meinen Gesichtsausdruck sah, korrigierte er sich selbst. Ich meine, so ein Mädchen. Oh danke, jetzt ist es viel besser. Dies ist das erste Mal, dass ich als Tomboy einige Unannehmlichkeiten versuchte. Ich habe sogar versucht, Make-up und ein Kleid anzuziehen, fühlte mich aber wirklich komisch und die Jungs schauten mich auch seltsam an. Ich gab auf und verlor die Hoffnung. Ich meine, es war keine große Tragödie und es schien ein Preis zu sein, den ich für mein komfortables und amüsantes Leben als Tomboy bezahlen musste. Ich wurde etwas melancholisch, als ich diese glücklichen Paare sah und das Gefühl hatte, dass zum ersten Mal etwas in meinem Leben fehlte. Eines Tages ging ich Skateboard fahren, aber ich war nicht in der Stimmung, also saß ich da und schaute meine Freunde an und dachte über meine traurigen Gedanken nach.
Schließlich kam einer meiner ältesten Freunde zu mir und fragte, warum ich so traurig sei. Ich wollte keinen Grund erfinden, also sagte ich die Wahrheit, dass niemand mit mir ausgehen wollte, weil mich niemand für eine potenzielle Freundin hält. Weine nicht, sagte er. Ich würde mich mit dir verabreden. Ich lehnte es mit Würde ab. Ich brauche kein Mitleid, sagte ich. Plötzlich wurde er sehr ernst und sagte, dass er das wirklich meinte. Und ich stimmte zu. Ich habe aus Versehen den gleichen Fehler gemacht wie alle meine Freunde. Ich habe seine Gefühle nicht berücksichtigt, weil ich keine Verabredungen mit Kumpels eingehe. Nun, ich habe mich geirrt. Er stellte sich als wunderbarer Freund heraus und ich musste meine Tomboy-Gewohnheiten nicht ändern. Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, egal ob du ein Tomboy, ein totales Mädchen... Normalerweise haben ja diese Videos eigentlich nicht wirklich einen Sinn und die meisten sind irgendwie total schräg. Aber ich muss sagen, das Ende, vor allem wie sie so gesagt hat, dass jeder doch eine Chance bei Jungs hat, egal wie er jetzt ist, ob er jetzt ein komplettes Mädchen ist oder halt wie sie halt ein Tomboy. Ich fand, das war schon so ein bisschen wie in so einem Film das Ende von einem Liebesfilm oder so. Auf jeden Fall war es ein Happy End, was ich bislang selten erlebt habe. Auf echt passiert waren auch schon Geschichten, wo es irgendwie kein Happy End gab. Und die Geschichte, muss ich sagen, sie war echt interessant. Vor allem das mal so aus einer ganz anderen Perspektive zu hören. Von jemandem, der quasi von seinen eigenen Kumpels nicht als Mädchen wahrgenommen wird, sondern weil sie halt von Kindheit auf immer so war und halt einfach immer bei den Jungs war, dass sie halt einfach denken, dass sie halt einfach ein guter Freund, sage ich schon. Ich denke jetzt auch schon, dass sie ein Junge ist. Nein, natürlich nicht. Sie ist natürlich noch ein Mädchen, sie schaut aber aus wie ein Junge. Sie ist ja nicht mal trans oder so. Sie ist einfach ein Mädchen. Und dass sie das nicht wahrnehmen, ist schon ein bisschen komisch, außer halt am Ende der eine Kumpel, mit dem sie dann zusammengekommen ist. Ja, ich finde, es ist eine schöne Geschichte. Und ich möchte auch noch auf ein anderes Thema zurückgreifen, denn ich habe dieses Video nicht einfach so ausgewählt. Meistens wähle ich die ganz random aus. Nur dieses Mal hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass ich irgendwie wie so ein Mannsvibe sei. Und Mannsvibe ist ja eigentlich auch sowas wie Tomboy. Soweit ich weiß, es sind halt einfach Mädchen oder Frauen, die halt irgendwie männlich sind. Also ich weiß jetzt nicht, was diese Person so wahnsinnig männlich an mir findet. Ich meine, ich habe lange Haare und ich trage meistens schon recht mädchenhafte Klamotten. Für alle, die mich richtig kennen und auch mein Instagram verfolgen, ich trage auch mein Kleid und auch mal Röcke. Und ja, nur weil ich mal einen Hoodie anhabe, heißt das jetzt nicht gleich, dass ich ein Tomboy bin. Also nein, natürlich bin ich das nicht. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht so das typische Mädchen. Ich habe dann dieser Person zurückgeschrieben und diese Person meinte, dass es an meiner Stimme liegen würde, weil ich nicht so die klassische Mädchenstimme hätte. Und ich dachte mir einfach nur so, ja, ist man deswegen gleich ein Tomboy, nur weil man halt jetzt nicht die typische Mädchenstimme hat? Ich schaue aus wie ein Mädchen, ich kleide mich auch wie ein Mädchen, beziehungsweise wie eine Frau. Und ich rede halt ein bisschen anders. Ich meine, es kann ja nicht jeder jetzt irgendwie so eine hohe Kopfstimme haben. Es muss ja auch Leute geben, die mal ein bisschen anders reden. Jeder Mensch hat eine andere Stimme, auch wenn man das nicht denkt. Klar, manche Leute reden so ähnlich, aber die meisten haben wirklich so eine eigene Stimme. So die normale Stimme ist irgendwie so dieses, ich weiß nicht, würde diese Person das jetzt die Mädchenstimme nennen und meine Stimme jetzt so die Mannsweiberstimme? Also ich weiß echt nicht, wie diese Person draufkommt. Ich wollte das jetzt auch nicht sagen, weil mich das persönlich irgendwie berührt hat. Ich wollte es einfach nur sagen, weil ich es ein bisschen komisch finde, so mich als Tomboy zu bezeichnen, weil ich das halt wirklich nicht bin. Ich habe nichts gegen solche Leute, wie zum Beispiel das Mädchen aus dem Video, falls die Geschichte überhaupt real ist. Ich bin's nur einfach nicht. Von dem her, ich habe auch nichts gegen Lesben oder Schwule, aber ich bin halt nicht lesbisch oder schwul. Ja, okay, schwul geht schon mal rein, biologisch gesehen nicht. Genau so ist das eben. Ich bin halt einfach kein Homeboy. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich ein Tomboy bin. Ich denke mal, dass die meisten eher sagen werden, nein, du doch nicht. Jeder andere, aber du doch nicht. Nein, so gar nicht, Leute, nein. Ja, das war's mit dem Video. Ciao.